Ja, im Endeffekt ändern wir die komplette Art und Weise, wie man natürlich mit Software umgeht, mit Software-Deployment. Man fügt sozusagen den Entwickler und den Betriebler, der die Anwendung betreut, zusammen. Kollegen, ich würde euch halt gerne mal vorstellen, die Filesystem-Layer in den Containern. Wir haben dann oben drüber unsere Defaults, wo wir unsere Zertifikate und Ähnliches reinlegen. Am Ende entsteht dann eine Anwendung, auf die der Entwickler direkt zugreifen kann, um ein Vielfaches weniger Ressourcen verwenden. Das heißt, wir verbinden ein Basis-Image bei uns mit einem Source-Code der Entwickler. Das ist nach dem Architekturkonzept von Google im Grunde. Das heißt, im Grunde stellt sich der Entwickler seine Anwendung zusammen und wir stellen das alles über die Plattform automatisiert zur Verfügung. Wir müssen viel mehr zusammenarbeiten, es entsteht viel mehr Kommunikation, hier bringt man halt wirklich Abteilungen zusammen. Das rüttelt halt wirklich an alten Konzepten. Ja, es ist schon eine gewisse Herausforderung, weil das eben noch nicht so oft gemacht worden ist in anderen Firmen. Und von daher reizt die Herausforderung schon. Wir arbeiten.